Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video und wie angekündigt geht's heute um meine Wenigkeit, denn das Full Force Festival steht quasi in den Startlöchern. Ich weiß nicht mal, ich glaube, wenn das Video rauskommt, bin ich schon auf dem Weg. Also da bin ich schon gar nicht mehr zu Hause, da bin ich schon straight on the Weg und dann richtig hart rein. Wir sprechen heute darüber, wie der ganze Ablauf so sein wird. Ich weiß, es juckt euch alles überhaupt nicht, das ist auch völlig okay, so deswegen werde ich mir gar nicht so viel Mühe mit dem Video geben, dass ich einzelne Bands einblende und meine Lebensgeschichte zu denen erzähle, warum ich die feiere, was ich an denen so mag und so weiter und so fort. Und wir gehen das einfach straight durch, so wie meine Tage so ablaufen werden. Und dann, während ich auf dem Gelände bin, bekommt ihr noch ein Kajangel-Video. Ja, ihr bekommt ein Kajangel-Video. Bisher nur 1 bis 3, die Gates. 4 ist für heute angesetzt. Mal schauen, ob ich da was basteln kann. Unser erster Try lief nicht ganz gut. Also, mal gucken. Auf jeden Fall Full Force! Geil. Ich werde auf dieses Gelände gehen mit allem, was machbar ist. Pavillon, Zelt, Schlafsack, Powerstation für Strom. Wir haben einen Tisch, wir haben Stühle, wir haben einen Wasserkanister, wir haben einen Eimer für kühle Getränke. Ein Zelt, welches Wärme ein bisschen abstrahlt. Also wir sind komplett ausgerüstet. Und mindestens 24 Liter Bier. Also allgemein Mischgetränke und alles, was dazugehört. Das wird der Hammer. Und ja, ich will euch in der Full Force App, die existiert, kurz zeigen, was alles so machbar ist, was wir alles so machen wollen und so weiter und so fort. Cashless kann ich euch nicht zeigen. Das wird so sein auf dem Gelände. Man bezahlt mit seinem Festivalarmband, da ist ein QR-Code drauf. Ihr ladet vorher euer Konto auf, dann geht ihr dahin. Wenn ihr ein Bier haben wollt, Pizza, Pommes, alles was es so gibt, wird das halt über diesen QR-Code abgerechnet mit dem Guthaben, das ihr vorher aufgeladen habt. Bei mir sind es aktuell Restbestand 220 Euro. Ich habe sowohl den Shuttlebus schon gekauft, also dass ich alle 4 Tage den Bus so oft nutzen darf, wie ich möchte. Und ich habe natürlich die Dusch- und Sanitäreinrichtung-App, vor allem die Flat, dass ich halt immer duschen und immer kacken kann, wann auch, immer ich es brauche. Sprich also jeden Abend duschen. Und ich kann euch nachher sagen, wie das Duschen aussehen wird. Auf jeden Fall, Full Force, wir werden 4 Stunden bestimmt fahren. Ich guck mal ganz kurz auf meinem Handy nach. Jo, Full Force Festival. 4,5 Stunden Fahrzeit sind aktuell eingerechnet. Wir fahren knappe 300 Kilometer. Wir werden am Donnerstag früh losfahren. Treffen uns dann in einem Vorort später mit noch ein paar anderen. Und fahren dann gemeinsam zum Campinggelände. Und werden dann da hoffentlich eine schöne Zeit erleben. Und ich habe den Zeitplan für euch schon mal aufgerufen, den man sich jetzt schön einsehen kann. Kann man genau sehen, wann findet was wo statt. Und das Wichtigste, wo ich diesmal mit dran teilnehmen möchte, am Donnerstag, der Anreisetag, ist eine Morecore Warm-Up Party. Das ist ja schön. War letztes Jahr auch schon da. Sprich also, Feld aufbauen, sich sammeln, saufen und dann gegen 20 Uhr sich langsam aufs Gelände begeben, wo in der Hardball-Tent dann so eine Art Disco stattfindet. Weißt du, mit dem DJ, Musikwünsche, aber natürlich nur Metal, ne? Metal-Disco. Herrlich. Will ich diesmal mitnehmen, geht von 20 bis 2 Uhr, damit du auf jeden Fall schon am Donnerstag keinen Schlaf bekommst, weil, jetzt sagen wir mal ehrlich, du bekommst auf so einem Fest, bekommst du keinen Schlaf. Du bekommst da keinen Schlaf. Und je nachdem, wie schlecht du dein Zelt platziert hast, ne, wenn deine Nachbarn halt so eine riesen Jukebox mitgenommen haben und das Ding bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens voll laufen lassen, da ist halt nichts mit Schlaf. Was willst du da machen? Aber ist egal. Am nächsten Morgen eben schnell einen Kaffee nach 2 Stunden Powernap. Da kommt 43er Schuss mit rein, damit sie direkt auf jeden Fall wow, richtig reingeht. Auf jeden Fall, da werden wir dran teilnehmen. Und dann ein bisschen Party machen. Ich bin gespannt, wie es wird. Wie gesagt, letztes Jahr habe ich es leider ausgelassen. Viel wichtiger sind aber dann Tage wie der Freitag. Ihr seht hier die 4 Stages, die wir haben. Wir haben die Max Stage, logischerweise die Main Stage. Die Mezuza Sea Stage ist, wie sie auch sagt, tatsächlich am Badesee. Also du kannst im Wasser planschen gehen, kannst Beachball spielen. Und in der Zeit gibt dir halt irgendeiner einen Linkskick. Also wirklich, richtig schön. Hardball Tent ist halt eine Stage unter einem Zelt.
Da ist man nicht nur erstmal vor Wasser und Sonne geschützt. Ich hoffe, es wird ein bisschen regnen tatsächlich. Wetterbericht sah eigentlich ganz gut aus. Und da sind so halt die. So, die kennt man schon denn, die Bands, ne? Seestage ist eher so etwas spezieller. Spezieller. Die Backyard Stage habe ich letztes Jahr gar nicht gefunden. Das ist halt eine Hinterhofstage, wie sie auch sagt. Da spielen eher kleinere, noch nicht so bekannte Bands. Und Ferropolis ist halt so eine schöne Eventsache, wo man immer mal wieder witzige Sachen machen kann. Wie zum Beispiel Metal Yoga. Er ist witzig. Magische Fullforce Geheimnis und hast du nicht gesehen. Da kann man mal hingehen und sich ein bisschen bespaßen lassen. Und ja, das geht halt von 10:30 Uhr los. Kannst ein bisschen was machen. Und hier haben wir den Opener des Freitags um 14 Uhr, Samurai Pizza Cats. Ja, ich weiß, die Metal-Community ist nicht ganz dicht. Ist, soweit ich das weiß, die Band des Gitarristen von dem Headliner am Freitag, Electric Callboy. Und die werden uns da hoffentlich ein bisschen bespaßen. Hardcore Stage meistens eigentlich die öffnen. Also, da ist der erste Band meistens. Wie sieht, wir können jetzt schon weiter scrollen und genau sehen, an welchen Daten was ist. Und die hier so ausgemalt sind, die sind favorisiert. Also da will ich hin. Nur damit wir das schon mal klargestellt haben. Hier kenne ich niemanden von. Eventuell könnte man sich zu Akuma 6 begeben, aber wir wollen noch ein bisschen Ruhezeit haben. Ne? Trinken, essen und so weiter und so fort. Deswegen die drei kenne ich nicht. Weiß ich nicht, was damit los ist. Gehen wir also weiter zu 16 Uhr. Polaris auf der Hauptstage. Brauchen wir nichts drüber. Ich hoffe, ich muss das nicht zu sagen. Polaris ist eine übergeile Band. Liebe ich. Seit dem zweiten Album. Sehr schön. Die hätte ich auch ganz gern gesehen, aber logischerweise, das schneidet sich auch mit den beiden. Bei Unearth kenne ich auch, sind auch ziemlich cool. Aber das wird ein Mainstage-Tag. Denn wenn wir hier ein bisschen weitergehen, haben wir direkt die nächste Band, die ich sehen möchte, Annie's Okay, mit der ich eine lustige Vergangenheit habe. Aber wie gesagt, wir wollen hier nicht ins Detail gehen. Eine sehr, sehr lustige Vergangenheit. Ich grüße an dieser Stelle alle Bandmitglieder. Ich grüße den Manager. Ich mag euch Jungs, wirklich. Ich hoffe, ihr mich auch. Ja, Annie's Okay, finde ich sehr, sehr cool. Spiel 45 Minuten, schön. Mag ich die Jungs. Eher doch von einer ruhigeren Sorte, aber sie können auch hart. Höre ich, glaube ich, seit dem ersten Album. Es wahnsinnig, wie viele Jahre es mittlerweile schon sind. Frontmann schon abgeändert worden. Da war auch irgendwas. Dann weiter, Mainstage, Caliban, deutschsprachig, machen englische Musik, haben auch ein paar deutsche Texte. Ich weiß von einem Song, den sie nicht spielen werden, aufgrund der aktuellen Thematik. Schwierig, aber ansonsten tolle Band, freue mich drauf, schön. Dann werde, ich bin ja mit meiner Freundin da, wird hier der Split kommen, wo meine Freundin und ich getrennte Wege gehen. Weil sie möchte unbedingt zu Motionless in White und da ganz vorne sich einen Platz reservieren, was eigentlich gar nicht not tut auf dem Gelände, weil du kommst da vorne, wenn du da vorne möchtest. Aber wir werden uns hier nicht mehr sehen, weil ich hier hingehen werde. Zu Chelsea Grin. Die habe ich, glaube ich, jetzt zweimal auslassen müssen oder habe sie einfach ausgelassen aufgrund verschiedener Dinge. Und will sie hier jetzt endlich mal wiedersehen. Die haben gerade zwei neue Alben rausgebracht. Die Suffer in Hell und Suffer in Heaven EP-Album. Ich glaube, ein Doppelalbum gewesen. Das ist krass. Die sind so überkrass. Die sind hart. Die sind übelst hart. Aber wenn die durch sind, werde ich mich schnell zum Mainstage wiedergeben und versuchen, meine Freundin wiederzufinden. Bei Motionless in White. Eher so die Girly-Band, glaube ich. Ich finde, die machen geile Mucke, aber wird eher so. Augen vieler, so die Girly Band. Emo halt. Voll Emo Punkrock, gib ihm. Aber cool. Mega coole Band. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf, die mal live zu sehen. Ein paar Songs bei denen feiere ich wirklich ab. Masterpiece. Another Life. Slaughterhouse. Mega geil. Auch ich wünschte, dieses Jahr wäre wieder Not Looster. Das wäre übergeil. Und danach einfach direkt zu Rise of the North Star, französische Hardcore-Band. Da geht's richtig an die Fratz. Habe ich schon mal live gesehen, fand ich okay. Problem ist, ich feiere halt nur ihr erstes Album. Nee, ihre ersten beiden Alben. Den Rest da bin ich nie reingekommen, aber scheiß drauf. Sonst ist ja eh nichts zu tun. Hinder. Danach gibt's immer eine ganze Menge Pause. Bloodbath brauche ich nicht, Terror brauche ich nicht. Headliner des Abends, Electric Callboy, lieben wir. Und danach Freaky Friday, Aftershow-Party. Also, wenn du da immer noch nicht genug hast,
Ihr seht ja, das ist ja ein bisschen versetzt. Dann könnt ihr an der Hardball-Stage noch ein bisschen Party machen bis 3 Uhr. Also wenn der Tag noch nicht gereicht hat und dir noch nicht alles wehtut, gehst du dahin, weil du Probleme hast. Auf jeden Fall gehen wir dann in den Samstag ein. Auch der Samstag beginnt mit schwarzem Yoga. Ja, Metal-Yoga, herrlich. Yoga zur Metal-Musik. Müsste ich mir überlegen. Aber 10 Uhr, Alter, nee, da will ich meine Ruhe haben. Sei wie es ist, da will ich meine Ruhe haben. Geht mir nicht auf den Zeiger. Das Mental Manifest. Das Mental Saar. Ein Full Force Quiz Show. Schön. Nee. Und dann gehen auch schon die ersten Bands los. Wie ihr seht, nichts gehighlightet. Ist aktuell nichts, wo ich wirklich hin muss. Milking the Goat Machine. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, hier passiert nicht viel. Prinzipiell könnte man Blind Channel mitnehmen. Die machen gute Mucke. Ist jetzt aber nicht wirklich auf meiner Liste so. Da muss ich jetzt um jeden Preis hin. Wäre dann 16 Uhr. Wenn man sich auf dem Zeltplatz langweilt, kann man mal hingehen und einfach sich das mal angucken. Was für mich viel, viel wichtiger ist, ist hier Pale Dusk. Japan. Metalcore. In die Fratz rein. Richtig in die Fratz rein. Auf der Backyard Stage. Alter Fuck. Als die angekündigt wurden, Full Force. Ich hab mir abgegisst. Hab direkt abgegisst. Finde ich übel geil, die Band. Möchte ich unbedingt sehen. Genauso wie Loaf, die danach auf der Medusa spielen. Ist ein kleiner Laufweg, glaube ich, von der Backyard zur Medusa. Egal. Warum die auf der Medusa Stage spielen, weiß ich jetzt nicht, weil dort spielt eigentlich. Also. Black Metal oder halt wirklich, wie nenne ich's? Kann das Genre gar nicht greifen. Auf jeden Fall, so, hätte nicht gedacht, dass die da spielen. Wobei gewisse Songs von ihnen den Stil hätten, um dort zu spielen. Aber sehr, sehr coole Band. Sehr, sehr geil. Two-Way Mirror, New Faces in the Dark. Sowas halt. Finde ich sehr, sehr geil. Danach wird es wieder ein bisschen ruhig. Guild Trip fahre ich eigentlich auch ziemlich, aber wie ihr seht, das überschneidet sich ein bisschen. Daher lasse ich die aus. Lionheart. Ja, ist Hardcore, ist nicht so mein Fall. Hier kommen wir allerdings schon eher in den Bereich, wo ich rein möchte. Kublai Khan TX ist auch die Band, bei der ich glaube, dass ich die nächsten Wochen im Krankenhaus verbringen werde, weil ihr seid herzlich dazu eingeladen, Bands zu googeln und euch ein paar Songs von ihr anzuhören. Wenn ihr das bei der machen wollt, Theory of Mine. Ey, halt die Fresse, Alter. Das ist halt hart Texas Hardcore to the fullest. Das geht nur ab. Freue mich sehr drauf. Auch hier wird mich meine Freundin verlassen, weil die bei While She Sleeps vor der Mainstage campen wird. Weil While She Sleeps brauchen wir nicht drüber reden. Die sind geil. Problem ist halt nur, die letzten zwei Alben habe ich überhaupt nicht wirklich mitgekriegt. Ich versuche das alles ein bisschen aufzuholen, aber das kannst du komplett vergessen. Dann Insomnium, das ist die Art Musik, von der ich sprach, die auf so einer Medusa-Stage spielt. Am Großteil 8-9 Minuten Songs, eher so ein Genießen, also so ein Erleben dabei sein. Findet meine Freundin super geil, die Band. Gut, ich könnte zu Attila gehen, aber ich muss mich ja nicht häufiger von ihr trennen als nötig. Außerdem wird das eine entspannte Sache, muss ich nicht um mich treten. So, Hatebreed lassen wir aus. Und dann eigentlich der Hauptteil des Abends, Sleep Token. Ganz, Alter, wer hat noch nichts von Sleep Token gehört? Die Metal Community geht komplett steil. Außer Fantano, der dem Album eine 2 von 10 gegeben hat. Ha! Was ein Typ, Alter. Krasse Band. Super, super geil. Super melodisch. Einflüsse von so vielen Musikgenres. Können auch sehr hart, aber an sich, Alter, ich freue mich auf das Erlebnis, Sleep Token live zu sehen. Ich hoffe auf Arcaline, ich hoffe auf The Love You Want, ich hoffe auf Chokehold, The Summering, Take Me Back to Eden, Rain, Mine. Ja, also ich könnte den Set jetzt zusammenstellen, da wäre ich sehr zufrieden mit. Headline des Abends, Gojira. Selbst meine Freundin, die feiert, findet, die gehören nicht als Headliner auf dieses Festival. Am Ende ist es egal. Werden wir mitnehmen, aber halt gesittet in Ruhe. Ich glaube, französische Band machen halt Musik. Schön. Ja, und die Saturday Night Fever. Wieder, wenn man noch nicht genug Party hatte, kannst du hier bis 3 Uhr noch Gas geben. Schön. Und dann kommen wir, ich bin schon tot übrigens, ne?
Also ich bin jetzt seit 1, 2, 3 Tagen betrunken und bin dementsprechend mit dem Schlafmangel tot an der Stelle. Kommen wir zum Sonntag. Wir fangen wieder mal mit schwarzem Yoga an. Interessiert mich teilweise gar nicht. Also hier nutze ich eigentlich nie was. Komm, wir brauchen uns eine Fanfiction. Kann man machen. Wir fangen um 13 Uhr an mit End. Dann ist Ende. der Frontmann hat noch die Band Counterparts. Die waren letztes Jahr da. Dieses Jahr ist er mit seiner anderen Band da. End. Sehr geil. Knallt in die Fresse rein. Gleich um 13 Uhr in die Fresse rein. Ah, oh, ich weiß nicht. Aber hätte ich gern gesehen. Warum denn nicht? Wargasm und Co. lassen wir alle aus. Stray from the Path würde ich super gerne sehen. Muss ich aber leider auslassen, weil Aviana. Ey, da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, im Verlaufe der Ankündigung der Bands haben 5 Bands abgesagt. Von diesen 5 Bands habe ich keine sehen wollen. Und von den 5, die neu gekommen sind, will ich 3 sehen. Und sie ist eine davon. Aviana kannst nicht auslassen, Alter. Dafür sind die zu gut. Sprich, also ja, da sind wir. Aviana ist ein ruhiger Tag, wie ihr merkt, ne? Also hier 1, dann erstmal Ruhe. 2, dann wieder ein bisschen Ruhe. Paleface, Schwedens, Schweizerlands, Finest. Da geht's. Das sind die härtesten Schweizer, die ihr jemals kennenlernen werdet. Das ist unfassbar, Alter. Wenn wir hier durch sind, werden wir zur Mainstage gehen und uns Spirit Box angucken. Female Powerment. Geile Mucke, geile Stimme. Kann super hart, kann super soft. Ich erinnere da an Songs wie Secret Garden. Schön. Freut mich sehr darauf, die auch mal live sehen zu können. Das erste Mal. Dann haben wir wieder eine leichte Pause. Our Mirage auf der Backyard Stage. Habe ich schon ein paar Mal live gesehen. Habe auch schon ein paar Fotos mit denen. Autogrammkarten und so weiter und so fort. Ich finde die sehr, sehr toll. Eine kleinere Band, auch aus Deutschland. Man mag sich. Sagen wir mal so, man mag sich. Ich freue mich drauf, die nochmal wiederzusehen. Auf der Little Stage. Wieder ein bisschen Luft. Landmarks. Halt die Fresse, Alter. Wurden dazu angekündigt. Die waren letztes Jahr da. Die haben das Hardball-Zelt fast abgerissen. Also die Leute, die in Pit waren, haben angefangen, das Zelt zu demontieren. Ey, was da abgegangen ist. Die spielen 50 Minuten. Hilfe, 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 Hilfe. Aber wieder auch im Zelt. Warum denn ihr? Habt ihr aus dem letzten Mal nicht gelernt? Du konntest, wenn du musstest ins Zelt rein, bevor die anfangen. Weil wenn die angefangen haben, konntest du nicht mehr ins Zelt. Der war voll. Die standen außerhalb des Zelts, da ist nur rund gegangen. Die hätten auf die Mainstage gemusst, in meinen Augen. Die hätten auf die Mainstage gemusst. Aber machst du nix, egal. Danach haben wir noch sowas wie Miss Sugar. Das ist ja irgendwo Legendstatus. Ist aber eher nichts unseres. Hört man im Hintergrund mit. Ansonsten erstmal wieder ein bisschen Pause. Hachi Amore. Und der Headliner ist abends Papa Roach. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also wenn ich Papa Roach erklären muss, dann könnt ihr euch auch wieder verpissen. Gott, Alter. Das ist meine Kindheit. Ich habe die noch nie live gesehen. Das ist meine Kindheit. Ich habe mit eines der ersten Alben angefangen. Damals, wo ich mit meinem Cousin noch Kontakt hatte. Mal Papa Roach gepumpt. Und jetzt live. Schön, freue ich mich übertrieben drauf. Ich hab mir frecherweise vom Download die Setlist von dir angeguckt. Die werden ein paar geile Sachen spielen. Scars, Last Resort. Schön, freue ich mich sehr drauf. Und wie gesagt, ihr habt immer noch nicht genug. Bis 2 Uhr nachts noch mal ein bisschen DJ Party Allstars. Gib ihm. Mal schauen, ob ich eins davon mitnehmen werde. So, und wenn das hier durch ist, um 0.20 Uhr. Begeben wir uns ins Auto, wir haben vorher abgebaut und fahren nach Hause. 4 Tage sturzbetrunken, an dem Tag darf ich nichts trinken. Das ist natürlich problematisch, weil das geht halt einfach nicht. Kannst du nicht machen, weil wie gesagt, ich möchte noch Auto fahren. Also ich stoße am Sonntag kurz mit meiner Freundin auf das Wochenende an, aber dann ist Feierabend. Nach 4 Tagen kein Schlaf, 3 Tage davon stockbesoffen. Fahren wir am selben Abend noch nach Hause. Einfach sehr angenehm, weil meine Freundin am nächsten Tag arbeiten muss. Das ist, ich weiß nicht, das hat man nicht gut geplant tatsächlich. 4 Stunden, 4,5 Stunden Fahrt einrechnen. Sprich aus, ich bin um 5 Uhr morgens zu Hause. Und lege mich dann ins Bett und weiß noch nicht. Übel. Auf jeden Fall, ja, das wird das Full Force für mich. Das wird übel. Und Hauptsache könnten wir uns jetzt noch ein paar Informationen zu dem ganzen Festival geben, ne? Running Order, wie die App funktioniert. Hier steht es in drei Tagen.
3 Tagen. Ich brech weg. Ich brech komplett weg. Gustavo Gusto Pizza ist wieder mit dabei. Wir werden Burger King auf dem Gelände haben. Was? Also, nach der Kontroverse mit Burger King, hat man vielleicht mitbekommen, weiß ich jetzt nicht, ob ich das fühle. Ich esse eh bei Burger King nicht, weil das Einzige, was ich bei Burger King jemals geil fand, war das Eis, weil die Smarties crushen, und den Long Texas. Es war halt einfach Fleisch mit Zwiebelring, Käse und Soße. Alter, geil. Haben die aus dem Sortiment genommen. Und die Smarties crushen sind mittlerweile auch nicht mehr. Sprich, also es gibt keinen Grund für mich, da essen zu gehen. Gustavo Pizza, gut, ist halt alles immer... Ich bin mir echt gespannt, wie die Preise des Essens da nachher werden. Weil viele Festivals sind sehr, sehr teuer geworden. Gut, das war mein Video zum Full Force. Das wird mich erwarten. Euch wird erstmal gar nichts erwarten, weil... Mal gucken, wann und wie ich wiederkomme. Alter, ich freue mich da so sehr drauf. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wie gesagt, Alkohol ist da... Ausrüstung ist da. Ich hab alles da. Und dann wird es ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Dienstag sehr wahrscheinlich wieder. Bin mir nicht ganz sicher, tatsächlich. Werden wir sehen. So, ich wünsche euch auf jeden Fall auch ein wunderschönes Wochenende. Ne? Talkt ein bisschen oder geht mal ein bisschen raus. Was ich machen werde, wisst ihr jetzt ja. Ja, Dienstag, Mittwoch, so werden wir uns wiedersehen. Das wird schön. Und wie gesagt, ich habe mir noch ein Kajangel-Video für euch in der Röhre. Das wird auch schön. Bis dahin, wir danken fürs Zuschauen. Bin mal gespannt, wie viele sich das hier angeguckt haben. Lasst mir gerne Kommentare wissen, ob ihr das bis zum Ende durchgeschaut habt. Ich kriege keinen Kommentar, ich weiß jetzt schon. Und habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Haut rein.